Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen. Weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Deponia 2, Chaos auf Deponia. Und wie der Rufus schon ganz richtig vermutet hat, wir können natürlich nicht genug von ihm kriegen und spielen das Tutorial natürlich nochmal mit ihm. Ich muss sagen, ich freue mich schon tierisch. Anders als beim ersten Teil, habe ich hier nicht mal großartig getestet. Ich habe das Ding gerade installiert und gleich die Aufnahme gestartet. Und ich kann es kaum erwarten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich mich hier so umsehe, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir alles schon mal. Das sieht wirklich so aus wie die Schrottpresse im ersten Tutorial. Aber... Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich startet dann ein unterhaltsamer Dialog. Wie aufregend. Wie aufregend. Ja, das wollte ich eigentlich, das Inventar aufmachen hier. Das hat mir der Bo so ein bisschen übel genommen, dieser bösartige Pirat. Ich krieg dich schon noch, Bozo. Ich beobachte dich. Ja, ich beobachte dich. Guck mal hier, Young. Ist das denn wirklich so schwer? Ja. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja doch. Ja doch, hetz mich nicht. Mit Leertaste können wir uns wieder die Hotspots anzeigen lassen. Zum Beispiel die Schrottpresse hier, aber wenn ich mir die jetzt angucke, dann wird der Bozo wieder meckern. Hier, guck. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den Schädel... Psst! Du verdirbst mir noch die ganze Überraschung. Och, ich liebe Rufus. Oh, und ich finde das gemein, wie der meine Prophezeiung einfach zunichte gemacht hat. Dann gucke ich mich hier jetzt wirklich erstmal um. Knopf drücken. Ist das denn wirklich so schwer? Ach. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja doch. Spielverderber. Ach ja, eine unauffällige Aussparung. Ist das denn wirklich... Ach ja, ja doch. Mensch... Aber die Schrottpresse, die darf ich mir angucken, ne? Mann. Also hier ist der Bozo. Bozo der Clown. Das ist Bozo, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat, sondern ein einfacher Schrotthändler. Ach ja? Das höre ich zum ersten Mal. Das kommt daher, dass du mir nie zuhörst. Zum Beispiel hatte ich dir auch gesagt, dass du mich ansprechen solltest und nicht ansehen. Na und? Lass mir doch von einem dreckigen Piraten nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Genau, gib's ihm, Rufus. Obwohl ich sagen muss, der Bozo ist mir tausendmal lieber als dieser alte Wenzel. Die Kackbratze da. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, So, da eben einmal kurz heimlich gehustet. Jetzt nicht mehr ganz so heimlich, weil ich es ja gesagt habe.
ja. Wie man jemanden anspricht. Aber das hast du doch gerade gemacht. Du hast links geklickt, als die Sprechblase am Cursor erschien. Das halte ich für ein Gerücht. Bist du dir da sicher? War es nicht vielleicht das äußerst attraktive Rufus-Kopfsymbol? Nein, die Sprechblase. Das Kopfsymbol benutzt man doch nur zum Essen, zum Trinken oder um Kleidungsstücke anzulegen. Was viel zu selten passiert, wie ich finde. Weitaus häufiger stellt sich da schon die Frage... Naja, wo er recht hat, hat er ja recht. Im ersten Teil haben wir das Rufus-Kopfsymbol, glaube ich, zweimal benutzt oder so, wenn überhaupt. Hier da mit der Zuckerwatte und dem Kaugummi. Aber sonst... War es Kaugummi? Ja, Kaugummi, genau. Für die... Wo mir das Ding abgestürzt ist da, mit dem Glasfenster. Erinnerung. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ich auch. Ach ja, ich muss ja sagen, ich bin so ein ganz kleines bisschen verschnupft. Ich hoffe, ich schniefe hier nicht zu viel während der Aufnahme. Ich meine, das Husten, das kann ich ja abschalten, aber das Schniefen, das kommt immer so plötzlich und unerwartet. Mein Gott, wie unerwartet. Er schnieft. Ach ja, und ich habe immer noch das Problem, dass hier... Geh mal hier rüber. Man sieht dich ja gar nicht. Zeig dich mal. So. Die Leute wollen noch was sehen von dir hier. Und ich habe immer noch das Problem, dass vor allem bei Dialogen, wenn ich was anklicke, dass das so ein, zwei Sekunden dauert, bevor das Spiel dann darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich hier nebenbei aufnehme oder das, ob das so ein allgemeines Problem vom Spiel ist. Es stört auf jeden Fall so ein bisschen, aber na, musst du nicht machen. Vielleicht finde ich ja noch eine Lösung. Okay, wir sollen uns das auf jeden Fall, dieses kleine komische Dingens da auf dem Boden mit dem Ping-Pong-Symbol angucken. Deswegen werde ich es jetzt erstmal aufheben. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechts klicken. Da, wo das Auge am Cursor ist. Ach, papalapap. So, kann ich jetzt eigentlich den Knopf drücken? Da wird er wahrscheinlich wieder sagen... Ich dachte, du wolltest... Ja. Ich sehe es. Ich meinte, einfach da, wo... Dass man in einem Tutorial auch absolut keine Freiheit hat, das ist... Ich dachte, du... Ich sehe... Ich meinte, einfach da, wo... Ich bleibe hartnäckig. Früher oder später schaffe ich das schon. Ne, Bozo? Das ist Bozo, der alte Pirat. So, na gut, dann gucken wir uns mal das Yin hier an. Was ist das? Das ist der Reaktorlotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Genau. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Immer alles so kompliziert und schwierig und bah. Und, Knopf. Wolltest du nicht erst das Ding da aufheben? Zeige einfach drauf und klicke links, wenn du das Handsymbol siehst. Hetz mich nicht. Hey, das ist meiner. Wolltest du nicht erst zeigen? Ja. Ja, ich heb ja schon das Ding da auf. So, bist jetzt zufrieden? Nanu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Nein, das muss einfacher gehen. So, hey Bozo. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also, wenn du es anders machen willst,
musst du es im Optionsmenü umstellen. Einfach die Escape-Taste benutzen. Escape ist was für Loser. Ein echter Profi steht zu seinen Entscheidungen. Aber wie sollst du das auch wissen, wo dir ja nicht einmal klar ist, wie man einen Dialog beendet? Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Pah, völlig falsch. Völlig. Völlig falsch. Ich habe übrigens gehört, dass der zweite Teil noch verrückter sein soll als der erste. Ich bin gespannt. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ach, wie hab ich das vermisst, dass mir hier dauernd jemand ins Wort fällt. Ich muss dazu sagen, meine letzte Aufnahme ist jetzt schon einige Zeit her. Einige Zeit. Es ist jetzt gerade Silvestermorgen. Ja. In ein paar Stunden werden hier die ersten Knaller losgehen, denke ich. Und ich sitze hier zu Hause und habe nichts Besseres zu tun, als Computerspiele zu spielen. Ist das nicht traurig? Ach ja, so Yin und Yang, Zeit nicht aufgefasst, was ich machen soll, irgendwas angucken bestimmt. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. So, kann ich jetzt den Knopf drücken? Und, kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Gerade dabei zu husten. Also, ja. Bringen wir es hinter uns. Zack. So. Sieh her, Boso. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Unglaublich. Yay. So, da, das Ersatzteil ist fertig. Ich guck's mir nochmal an. Gucke mal. Sieh her, Boso. Ich habe das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Das ist doch langweilig. Knopf drücken. Wenn du soweit bist, musst du... Nicht vorsagen. Wie du meinst. Nicht vorsagen. Aber es gibt nur eins, was ich tun möchte, wenn ich einen großen, runden Knopf sehe, den man auf gar keinen Fall drücken sollte. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den Schädel... Psst! Du verdirbst mir noch die ganze Überraschung. Ja. Kann ich hier noch irgendwo rumdümpeln, bevor wir jetzt weitermachen? Ihr wisst doch, ich ziehe das immer alles gerne in die Länge. Hat der Boot so noch was und? Zu sagen? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Nee, hat nichts mehr zu sagen. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Völlig falsch. Also wirklich. Und plopp. 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 Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie Feuer. Du meinst. Dieses Ding... Genau. Ja, aber in... Was passiert denn, wenn ich das jetzt benutze hier? Wenn du soweit bist, musst du... Ach so. Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt. Aber... Und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht.